So, und dann beginnt es weiter heute mit Grid und dieser nächsten Serie, Torrential Speeds heißt sie. Und wir wollen sie, ja, am Idealfall heute gewinnen. Los geht's. Wir sind mitten in der Season 1, also am Anfang der Season 1. Und ja, wir nehmen wieder den Audi, mit dem kann man eigentlich relativ gut klar. Ich meine, wir wechseln später immer durch. Wir nehmen, glaube ich, so eh immer alle vier, aber jetzt wollen wir erstmal mit dem Audi ein bisschen fahren. Ich muss mal nachher gucken, wie was rechnen, wie viele Rennen das sind. Wenn das 12 Rennen sind, fahren wir 3 Rennen mit dem Audi oder 3 Rennen mit jedem Auto. So, unser Teamkollege auf 1. Wo stehen wir? Irgendwo weiter hinten, okay. Das wissen wir gerade noch nicht, weil soweit die rechte Liste sind. Ich habe irgendwo wahrscheinlich auf 14. Was erwartet die Fahrer der Grid World Series hier? Naja, ein Rennen bei Nässe kann man sich so vorstellen. Du kannst zwar schnell fahren, aber du brauchst mehr Platz, um Geschwindigkeit abzubauen. Kurven, die man sonst schnell nehmen kann, könnten zu einer Rutschpartie. Na, bin ich halt überrascht, dass wir auf 14 stehen. Ich glaube, sie ist schon böse verpennt. Platz 14 haben wir, jetzt haben wir es ja gewonnen. Dann wurde die schnell 5, 6 Autos überholt und dann hat es ein bisschen gedauert, bis man dann noch weiter auf das Feld kam. Das wird jetzt ein bisschen nicht anders werden. Jetzt haben wir es. Ja, die 5 Plätze haben wir auch wieder geholt. Okay, wir sind heute momentan. Das ist das 10. Wenn jetzt die junge Dame hier nämlich rechts sind, wenn mal ein bisschen Platz. Ich lasse mal ein bisschen Platz. Ach, ich lasse auf das Auto. Cool, cool, da, dass wir das Auto überbringen können. So, Platz 4 jetzt mittlerweile. Also, wir sind jetzt vorne dabei. Ja, die habe ich. Auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. So, die nehme ich mal mit. Was haben wir hier? Ist das in den Lancia? Da habe ich mich vertan. Da habe ich gedacht, okay, die Kurve ist eine Linkskurve. Es ist vorne eine Rechtskurve. Scheiße, wir waren schon Zweiter. Ja, die Kurve, die habe ich mich ein bisschen vertan. Da habe ich zu sehr auf den Verkehr geachtet und nicht auf die Karte. Ich dachte, okay, die Kurve ist eine Linkskurve. Das ist kein Problem. Die kriegen wir schon ohne Probleme hin. Ich habe mich vielleicht auch eingebremst, aber das war ein Fehler von mir. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier und gehen an Platz 2 vor und Doppelführung fürs Team. Letzte Runde, 2 Runden nochmal, nur 2. Okay. Letzte Runde. Versuch dir die Pole zu schnappen. Ja, selbst wenn wir nicht in der Erster werden, ist es der Teamkollege, der zumindest vorne wegfährt. Und das passt auf jeden Fall. Wir sind gerade so durch. Und führen den jetzt auf Platz 1. Jetzt wäre das bei jetzt an. So, das ist eigentlich richtig gesagt. Wir sind eng geworden. Jetzt verzweigen die Kurve, glaube ich, die ich meinte. Ich gedacht habe, okay, da geht es eh links rum, aber es ging dann doch rechts rum. Und das ist jetzt immer vorne. Damit haben wir das Rennen gewonnen, den Auftakt für heute gewonnen. An diesem Donnerstag. Muss ich jetzt gerade ein bisschen überlegen, wo wir sind. So, geht jetzt gleich sofort weiter im zweiten Lauf. Ich weiß nicht, welches Rennen das nächste ist. Ich glaube, Shanghai war das, ne? Ja, müsste Shanghai sein. Wenn ich es doch richtig auf dem Schirm habe. Das Level 72 schon. Ja, Shanghai.
Der Luya 38 Ring. Okay, er sieht aus wie eine 8, wie so ein bisschen wie die Strecke in Japan. Und die steht zumindest weit vorne dabei. Wir sind Vierter momentan. Auf 4 Starten waren nicht auf 14 Mal. Das ist immer gut. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein. So, schön beleuchtete Strecke und dann hoffen wir, dass wir das Ding hier rocken. Leider, ich kann nicht hier richtig die Schilder oben da nicht lesen. Chinesisch ist nicht so meine Sprache. So, und wir gehen direkt in Führung. Wir haben Start, also einen Bombenstart gehabt. Da war auch gut, Lukas hat 4 Plätze dabei. Und wir auch ihn haben wir am letzten Rennweg jetzt auch hier in Strömen. Aua, das war die Reifenstapel. Auch wieder so eine Strecke, die ich nicht kenne. Das war keine Season. Also ich habe ja alle 3 DLCs geholt, also die 1-2 und die Season 1-2-3, also 1-2-3. Habe ich mir alle geholt. Das heißt, wir können auf jeden Fall das komplette Spiel genießen. Und sobald wir hier mit Grid durch sind, geht es weiter mit Assetto Corsa. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Dann kommt ja im November. Gut, es kann auch sein, dass wir sogar sagen, es geht erst nach Need for Speed weiter, weil im November soll das noch Need for Speed kommen. Und das kann ich euch schon mal sagen, es wird wahrscheinlich kommen. Ich bin nicht ganz fest, aber ich versuche es zumindest, euch zu bringen. So, 2 Runden nochmal Zeit und hier ist schon die Ziellinie, also das ist eine sehr kurze Runde. Ja. Bleib in Führung, letzte Runde. Der Abstand ist sehr, sehr groß, schon nach dem Start ist bombig gelungen. Und dann sollte das kein Problem sein, hier geht es gleich jetzt hier runter. Genau, hier unten ist die Kreuzung der Strecke. Und dann geht es eigentlich auch schon fast in die letzte Kurve. Und dann haben wir das Ding gewonnen. Und wieder einmal mit in die Wand. Naja, was passiert? Am Regen kein Wunder. Dann sind hier jetzt mal hier durch für heute. Und auch diese Strecke geht an uns. So. Ja, es reicht nicht ganz viel Level ab. Uns fehlen noch 100 EP, das aber holen wir uns dann in der nächsten Folge. So. Oh, doch Doppelsieg. Okay. Vielleicht auf Platz 2 überhaupt nicht umgeschoben. Hat auch ein sehr gutes Rennen gefahren. Jetzt hat das Ding nur auf 2 nach Hause gefahren hat. Gut, dann sind wir damit auch schon durch. Also es geht jetzt relativ schnell, Schlag auf Schlag, die nächste Rennen, wieder 2 Rennen, Paris, Barcelona. Jo, aber wie gesagt, das wird eh nicht so viel sein, was wir fahren. Hier sieht sich eh nicht aus. Ja, das könnte reichen. Ja, egal. Wir kriegen also Saison 1, 2, 3, das ist, Karriere ist mal hier durch, komplett. Und dann geht's jetzt weiter mit dem nächsten Teil. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ne, am Montag wieder, Quatsch.